Schönen guten Morgen zusammen bei den Lernsnacks. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das Thema Leseverstehen und zwar für Prüfungen für die ZP10 in Deutsch und in Englisch. Ich gebe euch ein paar einfache Tipps, wie ihr euer Leseverstehen verbessern könnt in der Prüfung und natürlich auch sonst in Klassenarbeiten und wann auch immer. Ich gebe euch ein paar Tipps, wie ihr insgesamt an Aufgaben rangeht. Ja, und noch ein paar Weisheiten zum Leben. Lasst uns loslegen. Viel Spaß! Leseverstehen, sagen jetzt wahrscheinlich einige, ich kann lesen, brauche ich nicht. Aber es kommen leider immer wieder Lehrer in Deutsch und in Englisch, die sagen, meine Schüler, die lesen nicht richtig. Die können das nicht richtig, die verstehen die Aufgabe nicht, die verstehen nicht richtig, was sie ankreuzen sollen, die lesen nicht genau. Und das ist auch oft das große Problem, man muss genau lesen. Natürlich kannst du lesen, sonst hoffe ich zumindest. Es kommt halt eben darauf an, wie man liest, damit man die Aufgaben und die Fragen und die Inhalte richtig aufnimmt. In der ZP10 hast du ja in Deutsch und in Englisch Leseverstehensaufgaben. Das heißt, du wirst einen längeren Text lesen und kriegst dazu Verständnisaufgaben. Das Problem ist, dass du wirklich genau lesen musst, weil nämlich diese Antworten teilweise zutreffen könnten. Und wenn man nicht nochmal in den Text reinschaut, dann übersieht man vielleicht ein wichtiges Wort und hat dann die falsche Antwort gegeben. Das heißt also, schau genau hin und guck, dass du wirklich nochmal im Text am besten die Stelle raussuchst und dann guckst. Das Ganze musst du in Englisch ohnehin tun. Wenn die Zeit knapp wird, dann kannst du natürlich auch mal raten, das solltest du aber vermeiden. Ja, in Deutsch musst du den Text lesen und hast dann 4 Antwortmöglichkeiten für jede Frage zur Auswahl. Und manchmal musst du dann halt eben auch noch kurze Erläuterungen oder Stellungnahmen oder was auch immer schreiben. Zu den Aufgabentypen habe ich schon mal ein Video gemacht, da gibt es auch einen Artikel auf meiner Homepage. Guck einfach mal rein, wenn du das noch nicht mehr ganz auf dem Schirm hast, das hilft dir wahrscheinlich weiter. Manchmal musst du in Deutsch auch vorgegebene Überschriften den einzelnen Abschnitten zuordnen. Also an sich Sachen, die schaffbar sind, aber man muss halt eben lesen. Ja, und in Englisch gibt es dann so eine typische Aufgabe, tick the correct box and give evidence from the text. Das heißt also im Prinzip, kreuze die richtige Box an und gib einen Beweis aus dem Text. Das heißt, du musst dann also eine Textstelle dir raussuchen, wo im Prinzip das, was du angekreuzt hast, drinsteht, sinngemäß. Also nicht Wort für Wort, sondern einfach ungefähr so. Dann zitierst du diese Stelle, also mit Anführungszeichen, schreibst dahinter, in welcher Line, also in welcher Zeile das ist, und dann bist du damit fertig. Du kriegst in der Regel auch die eine oder andere Hilfe noch in der Aufgabenstellung an die Hand, in der Fragestellung. Das heißt, es wird nicht so schwer werden, wenn du halt eben genau liest und dir die Zeit nimmst. Es sind Punkte, die du ansonsten verschenkst. So, und jetzt möchte ich auf die Vorgehensweise, die ich dir empfehlen möchte, eingehen, denn die wird einigen von euch schon bekannt sein. Die hat im Prinzip was von der 5-Schritt-Lesemethode. Ich gehe jetzt einfach nochmal durch. Zuallererst, ganz wichtig, lies die Aufgabenstellung genau. Lies dir genau durch, welche Operatoren darin vorkommen. Lies dir durch, ob da ein oder ein und oder sonst was steht. Und das gilt für alle Aufgaben. Nicht nur für die ZP10 oder fürs Abitur, sondern das gilt für alle Klassenarbeiten und sogar für Hausaufgaben. Oder Aufgaben in der Schule. Lies dir die Aufgabe durch und guck, welche Aufgabenteile darin vorkommen. Manchmal sind nämlich in einer Aufgabenstellung mehrere Aufgaben versteckt, die du dann halt eben nacheinander bearbeiten sollst. Bevor du einen Text liest, lies dir die einzelnen Fragen durch. Das hat 2 Vorteile. Zum einen weißt du schon mal ein bisschen, worum es gehen wird in dem Text. Und zum anderen bereitest du dein Gehirn darauf vor, dass es halt eben nach diesen Aufgaben oder nach diesen Fragen scannen wird. Dein Gehirn, das funktioniert so, dass es sagt, ja, wo finde ich denn jetzt die Antwort? Dann überfliegst du den Text, das heißt, du scannst den erstmal. Du gehst hin und guckst wirklich von oben nach unten einfach mal, welche prägnanten Teile kann ich im Text finden? Überschriften, fettgedrucktes, kursiv gedrucktes, unterstrichenes, Bilder, Bildunterschriften, Absätze, erste Sätze in den Absätzen, Überschriften
Und während des Scannens kannst du natürlich auch schon mal auf bestimmte Wörter achten, die dir vielleicht ins Auge stechen. So kriegst du eine erste Vorstellung davon, was im Text vorkommen wird, was wichtig ist. Ja, im vierten Schritt liest du den Text einmal genau durch. Und zwar ohne, dass du da irgendwelche Anmerkungen machst, sondern einfach lesen. Fünftens, du gehst hin und beantwortest einmal die Fragen, soweit du das kannst. Wenn du dir nicht sicher bist, gehen wir zu sechstens, da liest du den Text nämlich einfach noch einmal. Das musst du nicht jedes Mal machen, aber das kannst du machen. Ja, und das letzte, das siebte, mache dir Anmerkungen, wenn du den Text ein zweites Mal liest. Wenn du eine Frage nach einer bestimmten Information hast, dann unterstreich sie dir im Text oder markiere sie mit einem Textmarker. Und generell gilt, je umfangreicher der Text ist und je umfangreicher die Fragen sind, umso mehr Zeit wirst du dafür brauchen. Also umso mehr Durchgänge lesen wirst du dafür brauchen und umso länger solltest du dir auch Zeit dafür nehmen, damit es gut wird. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann weißt du ja das Spiel. Daumen hoch, Abo und gesund bleiben. Nächstes Mal wiederkommen, Kommentar schreiben, wenn du noch weitere Hilfen möchtest. Das war's von den Lernsnacks. Tschüss.